Biberputzermann in unserem Haus herum, wie denn rum? Es tanzt ein Biberputzermann in unserem Haus herum. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich. Es tanzt ein Biberputzermann in unserem Haus herum. Es geht mal wieder los. Hallo, James. James, schau mal in die Kamera. Hallo. Ich habe mir heute schon auf der Herfahrt gedacht, so von wegen, oh, das wird, glaube ich, schwierig, weil ich nicht weiß, was wir heute eigentlich machen wollen. Dann ist mir eingefallen, dass du diesen scheiß Hamster hast. Jetzt ist mir immer nachreden, plappern. So lächerlich, ey. Weil ich hasse dich übertrieben, ey. Ich hasse dich übertrieben, ey. Wir haben viel gemeinsam. Wir haben viel gemeinsam. Ehrlich, wenn ich. So ein Scheiß kriegt der von Leuten einfach geschickt. Bei Instagram heißt. Bei dir würde ich noch zutrauen, dass du es selber kaufst. Bei Instagram heißt der Mensch Tobi69 Attacke von hinten links rechts. Wenn du den so. Nein, ich kenne ihn nicht persönlich, aber man kennt sich über Instagram. Und der hat sich gedacht, so komm, ich schick dir mal einen Hamster. Da habe ich natürlich sehr drüber gefreut. Also vielen Dank. Jeder, der LOL angeschaut hat, das auf Amazon Prime, da kennt ihr diesen Hamster. Hallo. Kevin ist einer der Menschen, die keinen Code auf dem Handy haben. Also, ne, das war ja von gestern. Sage ich auch mal was in diesem Channel. Immer um 42 Minuten, eine Minute Bike, dann nochmal 2 Minuten Bike. Da tun sie ein bisschen den Pace erhöhen. Dann machen wir Handstand Walk. Falls Sie das nicht können, machen Sie Wall Climbs. Und dann machen Sie 8 bis 12 Power Cleans und dann 6 bis 12 Shoulder to Overhead. Und dann Core Madness. Sollte alles nicht zu hart angegangen werden, weil das ist für uns jetzt gerade Samstag, nächste Woche, Montag geht der 12-Wochen-Block los, also praktisch die Saison. Wir haben ein bisschen abgewartet, wann wir damit eigentlich starten, weil Corona immer noch eine kleine. Ich kann nur nicht zu doll heute, denn ich habe gestern nämlich totales Rollercoaster der Gefühle gehabt im Training. Und du kennst selbst, manchmal gerät man in Rage und tut richtig über die Stränge schlagen beim Workout. Aber ist das noch einer hier, wo man nicht so kraulen kann unten? Ja, das ist richtig, richtig. Aber man kann auch Essen durchstecken, dann könnte es vielleicht bis hier oben so eine Möhre oder so. Und die Haare, die habe ich übrigens, das ist mein Toupet von... Toupet? Von siamesischen Katzen, Brusthaare, die aber ausgefallen sind für die Veganer unter euch jetzt und Peter hat und die meckern jetzt. Da habe ich das gemacht, das beruhigt mich. Okay, viel Spaß. Also, wir fangen jetzt an zu trainieren, Kinder der Sonne. Wie motiviert sind Sie? Absolut. 42 Minuten Fahrspaß. Fahrspaß? Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, das macht Spaß, oh, hier, ja. Das macht Laune. Für 3 Mark ist die Lea auch nochmal mit dabei. Ich bin so ein Witzbold. Sind Sie excited? Super. Sind Sie excited? Nochmal ganz kurz für euch. Die erste Minute mit der Langhantel sind 8 bis 12 Power Cleans. Danach sind es 6 bis 10 Shoulder to Overhead. Damit es auch wirklich geht, ob es steht. Ja, wir trainieren jetzt und dann melden wir uns nochmal. Gut, dass ich meine Uhr jetzt auch wieder nicht angemacht habe. Ich wäre extra Brustgurt an und machen wir da nicht an, ey. Mein Brustgurt geht nicht auf. Haben Sie. Woo! Superman! Es war anstrengend gewesen. Mein Puls ist nicht so gut. In der Bravo Sport hätte ich gesehen.
tatsächlich nicht gut, wenn der Puls so hoch geht. Wenn man aus der Puste kommt, wisst ihr, woran man ein schnelles Pferd erkennt? Am Sattel. Weil die haben meistens einen besseren Sattel als die anderen. Weil man wird ja nicht auf so ein Scheißpferd so einen guten Sattel machen. Ist logisch, oder nicht? Hä? Er will aufhören. Kann nicht mehr. Gib ruhig zu, du kannst nicht mehr. Hä? Ich hab mich vertan. Nein, nein. Du schon deine Kamera umgestellt hast. Ich höre nur so Rauschen von links. Lea ist wie so ein bissiger Piranha. Soll ich aufpassen? So, nicht so schnell fahren, ist die Recovery-Minute. So, pass auf, aus dem Kopf raus. Top 10 Leute. Also läuft die, bist du sicher, dass die Kamera läuft? Bist du nicht, ne? Ja, doch, bin ich. Oh Mann! Läuft. Also, unsere Top 10 Picks, wo wir glauben, die Leute schaffen es zu den Games aus Europa. Jonikowski. Jonas Koski, erste sagst du. Dann sag ich, Björkvin, Karlsson, Gudmund, Muttersson. Sag du dritte. Adrian Mundweilert. Bronislav Schlenkovic. Schlenkovic. Raji Faser. Faser, Alter. Piu, piu. Ja, und jetzt wird es schon ein bisschen zäh, weil jetzt wird das Feld... Ja, also, man muss schon sagen... Frederik Agilius, ja. Macht er auch mit, ne? Ja. Frederik. Moritz hat auch Chancen. Das wäre dann 7. Sind wir schon bei 7? Ja. Ah ja, Joshua Al-Chakamatama. Ja, stimmt. Ich glaube schon, dass der... Könnte, der war auch sehr weit oben jetzt. Ja. Und ansonsten, da von den oberen weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Andre Houdin vielleicht? Ja, der Rest ist, glaube ich, sehr abhängig von den Workouts. Ah, hier, vorbei. Lukas Esslinger. Genau, Lukas Esslinger. That's it. Das ist schon so ein Top 10. Ja. Einer fehlt noch, einer noch. Einer noch. Draco Malfoy. Ah ja, klar. Ah. Draco Malfoy. Hagrid. Hagrid. Je nachdem, wenn Warner Max Backs for Dead ist und so Toten rankommt, Hagrid. Ich glaube, der würde so fest an der Stange ziehen, dass die Gewichte links und rechts einfach am Boden liegen bleiben und die Stange abbricht. Ja. Aber Kevin. Voll die Beleidigung. Erkläre uns doch einmal ganz kurz den stinkenden Holländer. Ja, ich weiß nicht, der stinkende Holländer heißt, aber ich glaube, der heißt einfach nur der Holländer. Das ist super rassistisch gegenüber Holländern, aber hat irgendeiner mal so gesagt, wenn man so unter die Decke furzt und dann jemanden mit drunter zieht, der den wegrichten muss. Ist dir das etwa schon mal passiert? Auf gar keinen Fall. Da werde ich aber die Lea mal anrufen. Ich kenne es nur von Quarks und Co. Dir vertraue ich nicht mehr. Du hast schon so oft dich vertan, so bei so gravierenden Sachen jetzt. Früher voll häufig mal beim Training, habe ich dann so, Bunny dann mal so, oh ja, heute müssen wir so und so und so machen. Und ich denke so, ja, okay, ich guck nicht, ich sag, was muss ich machen. Und dann gucke ich nachher so in den Trainingsplan und es war komplett was anderes. Ein anderer Tag, andere Movements, andere Gewichte. Und ich so, was haben wir da gerade gemacht? Sorry, ich war voll verwirrt. Ey, wirklich, das hat ein paar Mal schon in meinem Leben gebracht, seit ich mit dir trainiere. Hey, das ist so anstrengend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I mean, what the fuck? What the fuck actually? Hey, I'm sweating in my pores. And the pit's amazing. Also, Kinder der Sonne. 100 Watt abziehen vom Assault Bike aufs Ecobike hat nicht funktioniert. Weniger. Mehr abziehen. Weniger. Ja. Aber ansonsten war es nicht so schlimm wie gedacht. Wir haben uns vorher alle müde gefühlt und haben gedacht, so oh, hart, wird super schlimm. Aber im Nachhinein, das ist ja eigentlich jetzt häufig so, wenn man es dann gemacht hat, denkt man so, ja komm, ging halt eigentlich. Ne? Also unsere Weisheit des Tages. Es macht's halt einfach. Macht's einfach und hört auf drum zu heulen. Seid tapfer. Legt euch ein Tempotaschentuch hin, wenn ein Tränchen kommt, dass ihr euch das wegwischen könnt. Und dann Schminke verläuft schon mal. Es ist nicht schlimm. Wie bei Black Swan. Das war's für heute, Kinder. Wir wünschen euch einen schönen Sonntagmorgen. Ich hoffe, dass ich das vorher noch hochlade. Tschüss!